My name is Edward, pastoring Mein Name church ist Edward. In Damascus, ich bin Pastor Syria. In Syrien, My wife, in Damaskus. Rana, three children, Meine Frau Rana und ich haben drei erwachsene Kinder. Sie leben im Ausland. An einem Freitag kam ich vom Gottesdienst und war ganz erfüllt von der Gegenwart Gottes. Gleichzeitig fühlten wir uns aber verstört, denn dieser Tag hatte mit starken Bombenangriffen und Granatfeuer begonnen. Obwohl wir nicht wissen, wen es trifft, fühlen wir mit allen, die verletzt werden. Wir sehen Videos von Frauen und Kindern und Leuten, die nichts mit dem Krieg zu tun haben, aber sie werden getötet und verwundet. Sie haben Angst und weinen. Das zu sehen tut sehr weh. Jedes Mal, wenn wir Granatbeschuss und Bombenexplosionen hören, leiden wir mit den Menschen. Sommer 2014. Seit über 3 Jahren tobt in Syrien ein erbitterter Bürgerkrieg. Verschiedene islamistische Rebellengruppen kämpfen seit März 2011 gegen die Regierung Assad und mittlerweile auch gegeneinander. Die einzelnen Gruppen werden aus dem Ausland unterstützt. Dadurch ist der Bürgerkrieg auch zu einem Stellvertreterkrieg geworden und zieht sich in die Länge. Viele Orte sind bereits verwüstet. Edward ist mit seiner Frau Rana seit 10 Jahren als Pastor in der syrischen Hauptstadt Damaskus tätig. Mitten im Bürgerkrieg versuchen sie, Notleidenden zu helfen. Denn vom Krieg betroffen ist hauptsächlich die Bevölkerung. Tausende sind tot, Millionen Menschen sind auf der Flucht. Sie suchen im Ausland Zuflucht oder irren im Land umher. Betroffen sind auch viele Christen. Sie leiden nicht nur unter dem Krieg, sondern werden gezielt von Islamisten angegriffen. Einige Gebiete sind bereits unter islamistischer Kontrolle. Vor dem Krieg verlief das Leben normal. Wir gingen zur Arbeit und zum Gottesdienst. Wir versuchten, unseren Dienst auszuweiten, neue Türen zu öffnen, neue Dienstfelder zu finden. Wir versuchten verschiedene Dinge. Wir bauten ein medizinisches Zentrum auf, starteten eine neue Gemeinde in einem Vorort von Damaskus und bildeten Leute für den Dienst aus. Freitags gehen die Muslime hier in die Moschee. Dort versammelt man sich auch vor Demonstrationen. So war ein Freitag auch der Beginn dieses Aufstandes. Jeder weiß, dass Freitage hier sehr gefährliche Tage sind. Unser Leben änderte sich enorm, als der Krieg begann. Unser Leben ist jetzt ganz anders als vorher. Ob wir abends zu Bett gehen oder aufstehen, ständig hören wir den Lärm von Explosionen. Ich glaube, der Krieg verursacht viel mehr Leid, als wir uns vorstellen können. Mit der Zeit wird noch mehr ans Tageslicht kommen. Dieser große Schmerz und das Leid in unserem Land. Es tut so weh, die Familien zu sehen. Einmal kam ich spät in der Nacht nach Hause. Ich sah einen Vater und seine Frau. Er trug ein kleines 2-jähriges Kind. An ihren Händen hielten sie noch 2 weitere Kinder. Außerdem trugen sie Plastikbeutel. Es war Mitternacht, sie liefen verloren umher, wussten nicht, wo sie schlafen sollten. Sie wanderten einfach ziellos umher. Ich sah an seinem Gesicht, dass dieser Mann nicht nur gebrochen war, er war vielmehr gedemütigt, weil er glaubte, versagt zu haben.
Er konnte seine Familie nicht schützen. Er hat es nicht geschafft, ihre Zukunft zu sichern. Vielleicht war er vorher ein erfolgreicher Mann mit einem eigenen Haus und Geschäft, aber wegen des Krieges hat er alles verloren. Und nun irrt er in den Straßen umher und weiß nicht wohin. Das tut wirklich sehr, sehr weh. Viele Familien leiden Not und beklagen den Verlust von geliebten Menschen. Familien sind zerrissen worden. Jeder ist irgendwo verstreut. Solche Geschichten hört man täglich. Menschen verlassen ihre Heimatorte. Und wenn sie sich verabschieden, wissen sie nicht, ob sie sich je wiedersehen werden. So etwas gab es früher in Syrien nicht. Es war unvorstellbar, dass so etwas mal passieren könnte. Das setzt jeden massiv unter Druck. Mehr als die Hälfte unserer Gemeindemitglieder hat das Land verlassen. Besonders Leute mit kleinen Kindern oder junge Männer, die für sich im Land keine Zukunft mehr sehen. Sie hinterlassen in der Kirche wirklich ein riesiges Vakuum. Menschlich gesehen leben wir in einer gefährlichen Situation. Aber wir fühlen deutlich, dass Gott uns berufen hat, seinen Dienst im Land zu tun. Unsere Wurzeln als Christen im Land reichen schon Jahrhunderte zurück. Und als Christen sollten wir jetzt im Land bleiben und den Dienst der Kirche in dieser Zeit tun. Wer sonst könnte in unserem Land die Samen der Liebe, der Vergebung und der himmlischen Werte ausstreuen? Wir und andere Syrer schauen auf unser Leben vor dem Krieg zurück und wünschen, es könnte wieder wie früher sein. Aber als Kirche finden wir selbst in der tiefsten Dunkelheit großartige Möglichkeiten. Obwohl das Leben nicht mehr so einfach ist wie früher, sind wir doch geistlich gesprochen ermutigt. Wir sehen, dass die Menschen nach dem Herrn suchen und fragen, mehr als jemals zuvor. Das ermutigt uns und die Gemeinde. Letzten Sonntag war eine Taufe. Viele wollten getauft werden, aber wir hatten nicht genug Zeit, um sie in Kursen auf die Taufe vorzubereiten. Also entschieden wir uns, nur 12 zu taufen. Das sind junge Erwachsene. Einer von ihnen kommt aus einem nichtchristlichen Elternhaus. Normalerweise taufen wir solche Leute nicht öffentlich, weil das gesellschaftlich unerwünscht ist. Aber er sagte, jeder weiß, dass ich ein Christ bin. Sogar meine Familie weiß das. Niemand sagt was. Also, bitte tauft mich. Wir entschieden uns abzuwarten. Und Sonntagmorgens, als er getauft werden sollte, entschied er sich, auf seiner Facebook-Seite eine Bekanntmachung zu veröffentlichen. Man kann sehen, wie der Herr in einem jungen Mann wie ihm wirkt. Er sagte, an alle, die mich kennen, heute werde ich getauft. Ich komme aus einer nichtchristlichen Familie. Ich liebe meine Familie und meine Freunde. Aber jeder soll wissen, dass ich ein Christ bin und dass Jesus Christus mein Herr und Retter ist. Nur in Jesus Christus fand ich den Gott, der mir vor 3 Jahren erschienen ist und mich 2-mal vom Selbstmord abhielt. Er ist mein Herr und mein Retter. Er gab mir meine Selbstachtung zurück. Er ist derjenige, der mich bedingungslos liebt. Und nicht, weil ich irgendetwas getan hätte, um diese Liebe zu verdienen. Er ist derjenige, der mich bedingungslos liebt.
Er ist da in meinem Leid und in meiner Verzweiflung. Er wischt mir die Tränen von den Augen. Durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung gab er mir eine Beziehung zu Gott wie zwischen Vater und Sohn. Er ist mein Herr und Retter, das soll jeder wissen. Ich rechne damit, dass mich viele hassen und meiden werden, nicht mehr mit mir sprechen, mich verletzen oder mir ins Gesicht spucken wollen, mich sogar töten möchten. Ihr sollt wissen, ich liebe euch alle. Selbst wenn ihr mich tötet, ich liebe euch. Denn Jesus hat mich gelehrt, alle zu lieben. Ich bin ein Christ und gehöre zum Herrn Jesus Christus, dem einzig lebendigen Gott. Dieser junge Mann zeigt, wie der Herr heute wirkt. Es ist ein großes Wunder zu sehen, wie er bereit ist, sich allen Bedrohungen im Geist der Liebe und Vergebung zu stellen. Solche Dinge sind eine große Ermutigung für uns. Es gibt viele Geschichten dieser Art. Sie ermutigen uns als Kirche in dieser schwierigen Zeit. Als der Krieg ausbrach, fanden wir heraus, dass der Herr für uns diese spezielle Situation vorbereitet hatte. Das medizinische Center, das wir vor dem Krieg 2006 eröffnet hatten, ist uns sehr wichtig. Es hilft jeden Monat über 1500 Menschen in den Vororten. Auch die Gemeinde, die wir in einem Vorort gegründet haben, ist nun ein Ort großen Segens, besonders für die Flüchtlinge. Und die Leute, die wir ausgebildet haben, können nun in vielen Bereichen eingesetzt werden. Darum danken wir dem Herrn für alles. Es ist sehr ermutigend zu sehen und zu verstehen, wie der Herr uns für diese Zeit vorbereitet hat. Ja, die Kirche hilft vielen Menschen in der Not, besonders den Binnenflüchtlingen. Bei vielen Gelegenheiten zeigte sich durch diese Nothilfe, dass die Menschen die Liebe Jesu spürten. Ich glaube, diese Unterstützung, die wir von so wundervollen Menschen wie bei Open Doors erhalten, ermöglicht der Kirche wirklich, einen ganzen Hilfsdienst aufrechtzuerhalten, um bedürftigen Menschen zu helfen und gleichzeitig ihre Nöte in die liebenden Hände Jesu zu legen. Ich denke, dies öffnet Türen. Und ich glaube, eines Tages werden wir die Resultate sehen, auch wenn wir sie nicht sofort erblicken. Die langfristigen Auswirkungen werden über die Jahre sichtbar werden, denn die Menschen wertschätzen wirklich, was die Kirche für sie tut. Das ist der Widerspruch. Einerseits wissen wir, wie schmerzvoll alles ist, und wir trauern mit den Menschen und wir leiden mit ihnen. Wir sitzen alle im selben Boot. Aber zur selben Zeit sehen wir das Werk des Herrn. Seine Kraft hilft uns, ihn als Herrn immer mehr Menschen vor Augen zu führen. Ich denke immer wieder an die Dschihadisten, die aus aller Welt einreisen, um Hass und Finsternis in unserem Land zu verbreiten. Sie sind bereit, dafür zu sterben. Die meisten Syrer, vielleicht sogar alle, wollen diese extremen Dschihadisten nicht. Sie sind nicht Teil unserer Kultur. Solche Leute gab es früher nicht bei uns. Aber bezogen auf Christen, Dschihadisten töten nicht nur Christen, sondern auch andere Muslime. Denn sie wollen, dass alle so sind wie sie. Wer das nicht ist, gilt als Ungläubiger und soll sterben. Deswegen lehnt man die Dschihadisten in unserem Land ab. Eine Geschichte allerdings hat mich zu Tränen gerührt.
Eine Familie aus Malula. Malula ist eine bekannte, sehr alte christliche Stadt, hatte kurz vor dem Krieg den Vater verloren. Danach lebte die Mutter mit ihren Kindern weiterhin in Malula. Als diese Leute, die zu Al-Qaida gehören, nach Malula kamen, verließ die Mutter zusammen mit ihren Töchtern und einem kleinen Kind die Stadt. Aber ihr 23 Jahre alter Sohn entschied sich, zusammen mit anderen jungen Männern zu bleiben. Sie wollten ihre Häuser und ihren Besitz verteidigen. Also blieb er mit einem älteren Mann in ihrem Haus. Die Mutter, die bereits ihren Mann verloren hatte, erzählte, dass diese Dschihadisten ihren Sohn aufforderten, Jesus abzuschwören und Muslim zu werden. Ihr Sohn und der alte Mann sahen sich an und lehnten ab. Sie waren bereit, für Jesus zu sterben. So verlor diese Mutter ihren Sohn. Er wurde auf der Stelle getötet. Sie fühlte sich so siegreich und war stolz auf ihn. Sie weinte, aber im selben Moment war da ein triumphaler Klang in ihrer Stimme. Sie war so stolz darauf, dass ihr Sohn Jesus niemals verraten hatte und dass er bereit war, für seinen Glauben zu sterben. Das hat mich zutiefst bewegt. Und ich sagte, gelobt sei der Herr, dass wir immer noch solche Menschen in unserem Land haben, die wirklich an ihrem Glauben und an ihrem Herrn festhalten. Das ist ein Zeichen der Hoffnung für mich und meine Kirche. Wie die meisten Syrer bin natürlich auch ich besorgt, dass diese Dschihadisten irgendwie an die Macht kommen könnten, obwohl ich nicht ernsthaft daran glaube. Aber niemand kann die Zukunft des Landes vorhersagen, besonders aus unserer Sicht. Wir wissen nicht, was hinter den Kulissen vor sich geht. Wir kennen nicht alle Fakten. Aber Gott sei Dank haben wir das Versprechen unseres Herrn. Wir wissen, dass für diejenigen, die Gott lieben, alles zum Besten dienen wird. Für diejenigen, die nach seinem Willen berufen sind. Wir vertrauen dieser Verheißung, ganz gleich, was die Zukunft bringen wird. Wir wissen, dass diese Verheißung wahr ist. Wir vertrauen vollkommen der absoluten Herrschaft Gottes. Er hat das letzte Wort. Wir vertrauen seiner Liebe und Güte. Wir wissen, wir sind sein Eigentum. Wir sind seine Kinder und er ist unser Vater. Darum vertrauen wir ihm und wissen, was immer passieren wird, sein Name wird eines Tages im ganzen Land verherrlicht werden. Die Sicherheit und die Zukunft der Kirche liegen niemals in den Händen von Politikern oder Dschihadisten, sondern sie liegen in Gottes Hand. Jesus sagte, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Wir aber sind seine Gemeinde und das gibt uns völligen Frieden, Standfestigkeit und Vertrauen, dass die Zukunft unserem Herrn und seiner Herrlichkeit gehören wird. Unseren Feinden zu vergeben und Vergebung zu leben, das ist so wichtig. Wir ermutigen uns selbst und unsere Gemeinde dazu. Das ist sehr wichtig, denn alles um uns herum verführt uns zu Hass und Rache. Hating and to revenge and things like that. And we feel
Wir spüren, hinter allen diesen Dingen verbirgt sich die Macht des Bösen. Wir betrachten diese ganze Krise als einen geistlichen Kampf. Wir sehen, dass der Teufel ein Mörder ist. Er will töten und er freut sich zu sehen, wenn Menschen umgebracht werden. Er ist ein Lügner und er benutzt verschiedene Mächte und Handlanger für seine Zwecke. Aber als Kirche erkennen wir, dass der Teufel die treibende Kraft hinter diesen Mächten und Handlangern ist. Darum kämpfen wir in diesem geistlichen Kampf. Und wissen Sie was? Sie können ebenfalls an diesem Kampf teilnehmen. Beten Sie gegen diese Mächte der Finsternis an, für ein Ende des Blutvergießens und gegen alles Böse, was sich in unserem Land ausbreitet. Jeder, der ein Herz fürs Gebet hat, ist ein Teil dieses geistlichen Kampfes. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Rolle. Sie hat Einfluss auf das, was in diesem Kampf passiert. So sehen wir das. Wir kämpfen mit Gebet und verteidigen die Werte von Liebe und Vergebung. Gott gibt uns die Gnade, alle Menschen zu lieben, ganz gleich, welche politischen Ziele sie verfolgen. Wir wissen, unsere Pflicht und Hauptaufgabe ist es jetzt, jeden zu lieben. Denn wenn wir das nicht tun, haben wir kein Interesse, ihnen zu helfen. Und wenn wir ihnen nicht helfen wollen, haben wir auch kein Interesse, das Evangelium weiterzugeben. So ist die Liebe maßgeblich, wenn die Kirche in unserem Land wirksam sein soll. Wir verlieren nie die Hoffnung. Wir wissen, dass einst Jesus Christus auf der Straße nach Damaskus einen Terroristen namens Saulus in den Apostel Paulus verwandelt hat. Und daran glauben wir immer noch. Denn wir wissen, dass Jesus derselbe geblieben ist. Er ist der mächtige Herr, der die härtesten Herzen verwandeln und die größten Sünder in liebende Heilige verwandeln kann. Darum verlieren wir nicht die Hoffnung. Wir helfen und ermutigen unsere Leute dazu, jedem die Liebe Jesu weiterzugeben. Wir vertrauen darauf, dass der Herr dieses Verlangen und dieses Gebet beantworten wird, in unserer Kirche und in unserem Land. Jesus Christus spricht: Wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, achtet darauf, aber erschreckt nicht. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Die Völker und Königreiche der Erde werden Kriege gegeneinander führen. Das ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Aber wer bis ans Ende durchhält, wird gerettet. Aus Matthäus Kapitel 24. Wenn Sie mehr Informationen zu dieser Sendung über verfolgte Christen und konkrete Gebetsanliegen erhalten möchten, dann rufen Sie an unter der Telefonnummer 06195 6767 100 oder schauen Sie auf unserer Homepage unter www.opendoors.de. Jesus Christus spricht: Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Deshalb werden sie euch verfolgen, weil sie mich verfolgt haben. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Heimatlos zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt.
Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Möchten Sie uns dabei helfen, unseren verfolgten Glaubensgeschwistern beizustehen? Open Doors Deutschland unterstützt verfolgte Christen weltweit. Wir informieren über ihre Lage, nennen konkrete Gebetsanliegen und führen in vielen Ländern Hilfsprojekte durch. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder unser kostenloses Monatsmagazin bestellen möchten, rufen Sie an unter der Telefonnummer 06195 67 67 100 oder schauen Sie auf unsere Homepage unter www.opendoors.de.